Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, an der Reise nach Mali mit der Frau Bundesministerin von der Leyen teilzunehmen. Und es war einmal wieder mehr ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass wir Abgeordneten an solchen Reisen teilnehmen, um ein Stück weit ein besseres Gefühl, noch eine bessere Sichtweise auf Länder zu bekommen, die unmittelbar natürlich im Zusammenhang mit unseren Entscheidungen hier im Hohen Hause stehen. Und allein die Tatsache, dass wir vom Eintreten in den malischen Luftraum im Norden an der Grenze zu Algerien nach Bamako 2 Stunden nach Bamako gebraucht haben, zeigt, wie riesig dieses Land ist und gibt einem eben auch ein Gefühl für die Größe dieses Landes. Und wenn wir dann kurz vor Landung aus dem Fenster geschaut haben und auf diese riesengroße Stadt Bamako mit 3 bis 4 Millionen Menschen runtergeschaut haben, hat man gesehen, dass dort unglaublich viel passiert, dass unglaublich viel Rohbaumaßnahmen angegangen werden, weil die Menschen anfangen, Grundstücke entsprechend einzuzäunen, abzugrenzen und sich langfristig Wohnraum zu sichern. Das Straßenbild in Bamako ist geprägt von unglaublich vielen Menschen, von jungen, extrem jungen Menschen und vor allem von Männern. Das durchschnittliche Alter der Malier ist 16 Jahre. 3,6% Bevölkerungswachstum pro Jahr. Wir werden jetzt etwa 16 Millionen Malier haben und im Jahr 2050, so ist die Prognose, werden es über 60 Millionen sein. Kaum vorstellbar, dass dieses Land selbst unter friedlichen oder wirtschaftlich positiven Entwicklungsbedingungen, gerade mit Blick auf die sonstigen Rahmenbedingungen, Klima und so weiter, in der Lage sein wird, so eine große Bevölkerung tatsächlich dann auch dieser Herausforderung in Zukunft Herr zu werden. Umso wichtiger ist es, und das ist meine ganz persönliche Erkenntnis auch von dieser Reise, ist, dass wir diesem Land helfen müssen. Und es liegt in unserem Interesse, die Lage in Mali und in der Sahelregion insgesamt zu stabilisieren. Denn Verfall von Autorität, von staatlicher, von Kontrolle bedeutet eben Chaos, bedeutet, dass Kriminelle und Terroristen diese Situation ausnutzen, und das bedeutet vor allem dramatische Folgen für die Zivilbevölkerung. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wer Fluchtursachen tatsächlich bekämpfen möchte, muss gerade auch in Mali Engagement zeigen. Und von zentraler Bedeutung ist es dabei, dass wir die Sicherheitslage entsprechend verbessern. Dafür sind notwendig Fortschritte beim Friedens- und Versöhnungsprozess, die Ertüchtigung der Armee und der Sicherheitskräfte Malis und übergangsweise die Basissicherheit auch im Norden beispielsweise durch MINUSMA entsprechend zu sichern. Frieden und Stabilität ist wichtig, damit alle Bevölkerungsgruppen an wirtschaftlicher, an sozialer Entwicklung und am politischen Prozess in Mali teilhaben können. Deutschland tut hier insgesamt viel, wir haben das schon gehört, humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, Ausbildung von Polizei, aber eben auch von Sicherheitskräften, von der Armee, wie beispielsweise mit der europäischen Mission EUTM in Mali. Ausbildung und Beratung der malischen Streitkräfte ist wichtig, damit Mali in Zukunft eigenständig in der Lage ist, die Stabilität des Landes zu gewährleisten. Und hier sind wir bereits seit 3 Jahren aktiv, sehr erfolgreich. Wir sollten das auf jeden Fall fortsetzen und sogar erweitern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei unserem Besuch hatten wir auch Gelegenheit, mehrmals, einmal in Gao, in Bamako, aber auch in Kulikoro, entsprechend mit unseren Soldatinnen und Soldaten ausführlich zu sprechen. Und ich muss sagen, ich war extrem beeindruckt, nicht nur mit welcher professionellen Einstellung die deutschen Soldatinnen und Soldaten dort agieren, sondern vor allem auch hat man gesehen, dass sie wirklich überzeugt sind von dem Auftrag, dass sie auch Feedback von den Maliern selbst bekommen, Positives, und sehen, dass es ein richtiger Einsatz ist, ein Einsatz, der auch was bringt. Bemerkenswert ist auch die Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern. Wir haben es vorhin schon gehört, 24 Partnernationen allein in Kulikoro, die miteinander 500 Soldaten ausmachen und entsprechend gemeinsam die Malier dort ausbilden. Abschließend möchte ich auch betonen, wir dürfen uns nichts vormachen. Diese Einsätze und auch dieser Einsatz ist gefährlich für unsere Soldatinnen und Soldaten. Es ist ein Risiko. Das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Und deswegen ist es wichtig,
dass nicht nur unsere Soldatinnen und Soldaten dort im Einsatz besonnen agieren, sondern dass sie auch bestmöglich ausgebildet und ausgerüstet sind. Und dafür wollen wir weiterhin Sorge treiben. Ich möchte Ihnen sagen, ich bin für eine Verlängerung dieses Mandates und ich wünsche unseren Soldatinnen und Soldaten im Einsatz viel Erfolg, vor allem Gesundheit und Gottes Segen. Herzlichen Dank. Schließe die Aussprache.